Hey guys, euer N-Smash, wieder hier am Drücker mit einem neuen Unboxing-Video und ihr seht es hier schon gleich hier im Bild. Ich habe mir das komplette The Legend of Zelda Skyward Sword HD Sortiment geholt. Einmal das Spiel, die Amiibo-Figur mit Zelda und ihrem Wolkenvogel und die Joy-Cons. War alles mal schön Step by Step. Wir fangen mal mit dem Spiel an. Ich habe die Folie schon abgemacht. Hier haben wir das Cover. Hat sich nicht groß geändert im Vergleich zum Original Wii-Teil. Was sich aber geändert hat, sind eben die Steuerungsmöglichkeiten. Wir haben hier die übliche Bewegungssteuerung. Aber wir haben jetzt auch tatsächlich Knopfsteuerung. Nicht nur für die Switch Lite, sondern auch für die richtige Switch mit den abnehmbaren Joy-Cons und so weiter. Also man kann das auch tatsächlich alles problemlos mit Knopfsteuerung spielen. Und oh, da haben sich ja viele... Ja, das war so ein bisschen der Grund, warum viele Skyward Sword nicht so schön fanden auf der Wii, weil die Bewegungssteuerung ein bisschen unausgereift war für die damalige Zeit. Aber ja, mal gucken, vielleicht ist es jetzt besser mit der HD-Variante für die Switch mit den Joy-Cons, mit der Bewegungssteuerung. Falls nicht, kann man ja auch immer noch auf die Knopfsteuerung zurückgreifen. So, und als nächstes kümmern wir uns um die Amiibo-Figur. Und oh, ich muss sagen, ich habe mega Glück gehabt bei dieser Amiibo-Figur, denn bei uns im Mediamarkt war das das einzige Exemplar, was dort hingeliefert wurde. Und ich habe sie bekommen. Dank des Kollegen, der dort arbeitet, mit dem ich per Du bin. Der hat sie das für mich zurückgelegt. Und dementsprechend habe ich sie dann heute abgeholt. Und ja, jetzt tun wir die ganze Sache hier natürlich unboxen. Und wie immer will die Verpackung natürlich nicht mitspielen. Erstmal gucken, dass wir wenigstens hier irgendwie die Abdeckung durchgebohrt bekommen. So, denn Zelda und ihr Wolkenvogel, die möchten natürlich auch mal wieder frische Luft schnappen. Kleine Piepmatz, ein ziemlich großer Piepmatz. Diese Schuhschnabelvögel, ja, darauf basieren diese Vögel ja auch tatsächlich. Schuhschnäbel gibt's wirklich. Müsst ihr vielleicht mal bei Google Bilder mal eingeben, Schuhschnäbel. Und dann seht ihr diese Vögel. Die sehen auch echt aus wie im Spiel. Das ist genial. Was allerdings nicht so genial ist, ist die Tatsache, dass das Plastik hier sehr widerspenstig ist, beziehungsweise die Figur nicht rauslassen will. Ich glaube, ich muss da mal wieder kurz schneiden. So, da haben wir sie. Meine Güte, das Plastik hat sich ganz schön gewehrt. Aber hier haben wir sie, die Amiibo-Figur zu Zelda und ihrem Wolkenvogel. Eine richtig schöne Amiibo, auch ein bisschen größer als die anderen. Einfach wegen des Wolkenvogels. Die war aber auch dann auch dementsprechend etwas teurer. 24 Euro hat die gekostet. Normalerweise kosten die, ich sag jetzt mal, die typischen Amiibo-Figuren kosten ja normalerweise so um die 15 Euro. Aber die hat um die 10 Euro mehr gekostet. Wunderschön verarbeitet. Also wirklich, mir gefallen auch die Farben des Wolkenvogels. Auch ein bisschen mit Goldfarbe hier gemacht. Pose und so weiter, alles großartig. Zelda sieht auch richtig gut aus. Ja, ein bisschen Dreck hier am Sockel, aber das kann man abwischen. Wunderbar, also wirklich eine richtig, richtig schöne Amiibo-Figur. Und das war's natürlich auch nicht. Wir kommen jetzt zu den heiß begehrten Joy-Cons im Design von The Legend of Zelda Skyward Sword. Bevor wir die auspacken, schauen wir uns natürlich noch kurz die Verpackung an, ja, so von allen Seiten, so die typische Joy-Con-Verpackung. Kennt man. Auch wieder ein schönes Sammlerstück. Ich werde diese Joy-Cons definitiv nicht zum Zocken benutzen. Ich werde die jetzt einmal unboxen, die euch zeigen und dann auch wieder in die Verpackung mit reinmachen. So, und jetzt muss ich den Karton erstmal aufkriegen. Er ist ein bisschen widerspenstig. So wie so manch anderes an Verpackungsmaterial. So, dann gucken wir mal. Schlaufe hier, Schlaufe da.
So, und da haben wir sie, ja, auch richtig schön gepolstert, verpackt. So muss das sein, damit da auch wirklich nichts drankommt. Wie gesagt, das sind Sammlerstücke. Das sind für mich Sammlerstücke, mit denen werde ich nicht zocken. So, hier haben wir diese extra Dinger hier, dass wenn man wirklich nur den Joy-Con an einen Joy-Con an sich als Controller benutzen möchte, dass man die L- und R-Schultertaste besser betätigen kann. Die sind jetzt in so einem Weißton, ganz hellen Grauton. Normalerweise sind die auch schwarz, diese extra Teile. Aber passend zum farblichen Design sind jetzt eben in Weiß oder Hellgrau. So, da haben wir den rechten Joy-Con. Auch nochmal schön hier in so einer Frischhaltefolie. Ich zitter ein bisschen mit den Händen, Leute, weil ich so richtig vorsichtig sein will. Und da haben wir das gute Stück. Auch richtig schön mit Goldverzierungen und Mustern. Und sieht man das dort so ein bisschen das Triforce da so abgebildet? Je nachdem, wie man den Joy-Con ins Licht hält, sieht man den dann. Richtig, richtig edles Stück. Das ist viel zu edel, als dass man damit zocken könnte. Dann gucken wir uns noch gleich den linken Joy-Con an. Der ist ebenfalls schon gepolstert und in Frischhaltefolie eingelegt. So, auch wieder schön mit Goldverzierungen und unten hier diesen roten, das rote Symbol der königlichen Familie, was auch so ein roter Wolkenvogel darstellen soll, also links roter Wolkenvogel. Nein, da war ja Kaminrot oder so ähnlich, so hieß die Frau. Kaminroter Wolkenvogel. Und ja, das war dann so jetzt eigentlich der ganze Inhalt von dem, was ich euch zeigen wollte. Ich packe jetzt nochmal schnell die Joy-Cons hier in diese Halterung von den Joy-Con-Controller hier rein, dann sieht man das Ganze ein bisschen besser. Ja, und so würde das dann aussehen, wenn ich dann hier jetzt mit den Joy-Cons zocken würde. Also ich glaube ehrlich, einen edleren Joy-Con-Controller kannst du momentan nicht kriegen. So, wie gesagt, das war dann jetzt eben der ganze Inhalt, das Spiel, die Figur und die Joy-Cons. Ich werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen zusammenstellen und dann mein kleines Fazit geben. So, und hier haben wir dann alles, wie gesagt, das Spiel, die Amiibo-Figur und eben die Joy-Cons. Also ich freue mich wirklich, dass Skyward Sword für die Switch nochmal als HD-Variante nochmal rausgekommen ist. Also es war wirklich mein allererstes Zelda-Spiel, was ich je gespielt habe auf der Wii. Und ja, dieses Spiel ist ja in der Timeline her das allererste Spiel von Zelda. Und ich finde es irgendwie witzig, dass das wirklich mein allererstes Zelda war, mit dem ich angefangen habe. Als ob das so ein bisschen Schicksal war. Also, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde das Spiel auf jeden Fall zocken. Und die Joy-Cons auch wunderbar, richtig schöne Sammlerstücke. Wenn ich eine ordentliche Vitrine hätte, würde ich die dann natürlich auch ausstellen. Aber ich werde die dann in der Verpackung dann drin lassen. Auch wieder schön gepolstert und ab in den Karton und in den Schrank gestellt, dass da auch ja nichts drankommt. Die Amiibo-Figur. Einer meiner Top-Favoriten sieht wunderschön aus mit den Farben und die Verarbeitung und so weiter. Großartig. Halt nur schade, dass man in letzter Zeit wirklich nur noch schwer an diese Amiibos rankommt, an die neueren. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao.